Wir sind heute in Soltau in Breidigsgaden und da gibt es eine riesige historische Streuobstwiese. Und ich habe mir mal eine schöne, starke Truppe Kerle gesucht, damit diese Wiese auch noch in vielen Jahren von vielen Vögeln und anderen Tieren bewohnt werden kann. Liebe Herren, sind Sie bereit? Aber klar. Ja, dann legen wir doch mal los. Rund 2,5 Hektar groß ist die historische Streuobstwiese in Breidigsgaden mit wundervollen alten Apfelbäumen. Die Ehrenamtlichen sollen lernen, sie später auch ohne Expertenhilfe selbstständig zu pflegen. Was ist denn an dem Baum falsch, jetzt wie der wächst? Also, man sieht, dass er jetzt ein paar Jahre nicht stark geschnitten worden ist. Und jetzt fängt da oben an, sich eine zweite Ebene von Leitästen zu bilden, eine zweite Krone. Man nennt das Kronenüberbauung. Und wenn man jetzt nichts dagegen unternimmt, dann wird die immer mehr Platz einnehmen und diese Äste hier unten verschatten. Dann legen wir mal los. Womit fangen wir an? Erstmal die Leitergasse freischneiden. Und genau das mache ich jetzt mit vollem Körpereinsatz. Yes! Oh. Super! Entschuldigung! Und dann kommen wir alle zusammen, um zu überlegen, welcher Ast in diesem Gewirr die neue Spitze wird. Man rasiert nicht einfach kahl ab, so wie ein Rasen oder so, und dann gibt es Wildwuchs, sondern wir lassen wirklich den Trieb stehen, der dann auch wirklich weiter wachsen soll. Und wenn man da zum Beispiel schneidet, hier einen Schnitt macht und alles wegnimmt, was hier links ist, dann ist klar, wo der Baum weiter wachsen soll. Und der Baum versteht das auch? Der wird es verstehen, ja. Der muss wissen, wo es sozusagen jetzt für ihn weitergeht. Leuchtet Ihnen das auch ein, so weit? Ja. Na dann, während oben die neue Spitze wie ein Dreieck geformt wird, entfernen wir anderen unten fleißig sogenannte Wassertriebe und Äste, die sich gegenseitig ins Gehege geraten. In den Baumwipfeln ringsum sieht man, dass dies ein Paradies für Vögel ist. So sieht der erste Baum fertig aus, wir sind schon bei dem nächsten. Rüdiger Röders Arnold ist ein Nachfahre des Fabrikanten, der Breidigsgaden mit dieser Wiese um 1850 angelegt hat. Also Ihr Urgroßvater hat ja diesen Garten gegründet. Wie wichtig ist er denn für die Umwelt? Er ist ein Rückzugsort für Tiere und Pflanzen und wir freuen uns hier, viele Vogelarten im Garten zu haben, teilweise auch seltene Vogelarten. Wie wichtig ist Bingo für das Projekt? Bingo spielt eine ganz große Rolle in diesem Projekt. Das war ein Anstoß für uns, uns dieses Obstgartens besonders anzunehmen. Und mit dieser tatkräftigen Unterstützung können wir wirklich etwas bewegen, um diesen schönen alten Obstgarten weiterzubringen. Das hören wir doch gerne. Und wer hat dabei mitgeholfen? Sie zu Hause mit Ihren Losen oder sagen wir doch mal Dankeschön.